Der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigsfelde findet im Clubhaus statt. Bettina Lug, die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, und Bürgermeister Andreas Igel begrüßen die Gäste. An diesem Abend stehen diejenigen im Fokus, die sich ehrenamtlich engagieren. Müsste all das, was Sie leisten, durch das Hauptamt bezahltes Geld geleistet werden, würde dies die Leistungsfähigkeit unserer Stadt in jeder Hinsicht überfordern. Ludwigsfelde wäre nicht halb so liebens- und lebenswert. Sie alle stärken das Gemeinwohl mit Ihrem uneigennützigen Engagement. Nochmals und wirklich ganz ausdrücklich. Vielen Dank dafür. Stellvertretend werden einige von Ihnen geehrt. Ilona Ulrich aus dem Ortsteil Löwenbruch für ihr Engagement als Wahlhelferin. Monika Kollert vom Ludwigsfelder Frauenstammtisch, dem auch Marina Kahnan gehört, ebenso Gudrun Krüger. Den Frauenstammtisch gibt es seit über 25 Jahren. Vor kurzem hat der Verein die Trägerschaft der Frauenhäuser in Ludwigsfelde und Luckenwalde abgegeben. Frauenpolitischen Themen will sich der Stammtisch aber nach wie vor widmen. Die beinhalten Frauenrechte, keine Gewalt gegen Frauen, Förderung von Mädchen in jeder Situation. Wählerlisten, also wir haben ja schon eine Wählerliste Filou, Frauen in Ludwigsfelde, und da werden wir auch weitermachen und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Wie bereits erwähnt, gehört auch Marina Kahn zum Frauenstammtisch. Die Rentnerin ist außerdem Mitglied im Förderverein der Stadtbibliothek, Vorsitzende des Kulturforums Ludwigsfelde und engagiert sich auch im Familienbündnis. Ja, ein, zwei Tage in der Woche bin ich schon deswegen unterwegs, aber das ist ja so, man hat Kontakt zu den Leuten, man ist gefragt, man ist gefordert, man kriegt mit, was so in der Stadt passiert, was die Leute bewegt, und man kann was helfen. Und das ist mir lieber, als zu Hause zu sitzen und irgendwie nur für mich selber irgendwas zu machen. Und so denken wohl viele hier. Was ehrenamtliches Engagement angeht, sei Ludwigsfelde noch gut aufgestellt, betont der Bürgermeister. Aber wir werden auch in den nächsten Jahren erleben, dass Vereine Mühe haben werden, den demografischen Wandel auch zu überleben. Und von daher haben wir da eine Aufgabe auch als Stadt, der wir uns auch aktiv stellen. So wird es durch Initiative des Seniorenbeirats in Zusammenarbeit mit der Akademie Zweite Lebenshälfte demnächst auch eine Ehrenamtsbörse geben. Um die Vereine gezielt zu stärken, heißt Leute, die was machen wollen, was Sinnvolles machen wollen, mit dem Verein zu verknüpfen und sagen, da gibt es das Betätigungsfeld, was wollt ihr gerne machen, und am Ende eine 1-zu-1-Beziehung herzustellen und somit die Vereine auch nachhaltig zu stärken. Die Ehrenamtsbörse soll in den kommenden Wochen an den Start gehen, mit einer Website und Unterstützung durch einen Vereinsbeauftragten in der Stadtverwaltung. Und bei der Vielfalt an Gästen können natürlich auch schon beim Neujahrsempfang Kontakte geknüpft werden.